alles auf Angriff. Schillernd, außergewöhnlich und ein Juwel für Racer und Drifter. Der Nissan 370Z Nismo wagt die Attacke auf dem Rundkurs in Mendig. Fastlap, die Herausforderung. Was das Auto schon mal wirklich sehr gut macht, das ist ja auch verzögern. Ja? Und jetzt auf so eine Ecke zufahre, dann gehe mal in die Bremse rein, wunderbar. Ja? Ich habe also ein sehr schönes Pedalgefühl. Ich kann auch mit dem ABS-Regelbereich sehr schön dosieren und das Auto bleibt in meiner Bremsphase sehr stabil. Noch die Art der Regeleingriffe sind nicht so, dass das Auto plötzlich sehr stark unter oder sogar mit dem Heck ausbrechen würde. Das finde ich positiv. Also wirklich ein schönes, stabiles Gefühl auf der Bremse. Das Auto bleibt spurstabil. Dann die Tatsache im gleichen Moment, wenn ich meine Schaltfunken mache, dass dann dieses automatische Zwischengas dazu kommt. Das gibt dir natürlich ein sehr hohes Maß an Fahrsicherheit, aber auch an Fahrspaß. Also man hat Vertrauen zu so einer Kurve, wie die jetzt auf mich zukommt. Da gehe ich hin, zack, bumm, verzögern. Oh, und das Auto schaltet zurück. Schönes Bremsgefühl. Dann Auto lenkt auch gut ein. Hinterachse hat Traktion. Relativ oder sehr gut, da muss ich ja schon ganz böse sein, damit da überhaupt mal ein bisschen das Heck ausbricht bei ausgeschaltetem ESP. Nissan 370Z Nismo. Ungeschminkt, ehrlich, aber bei weitem kein Perfektionist. Der Japaner zeigt sich als Sportgerät, bei dem der Fahrspaß und die Lärmkurve mit jedem Kilometer ansteigen. Mensch und Maschine, bereit für die eine schnelle Runde. Fastlap, sein Gegner ist die Zeit. Bremst sehr gut, tolles Pedalgefühl, lenkt, wenn ich nicht am absoluten Limit bin, auch gut ein, hat richtig viel Traktion, eigentlich schon fast zu viel, weil ich hätte mir gewünscht, heute hier so auf der schnellen Runde auch hier und da vielleicht mal so ein bisschen das Auto mit der Hinterachse spielen zu lassen, mal quer kommen zu lassen, aber da sind ja hinten, ich glaube, 285er Reifen drin, solche Apparillos, und die haben gesagt, nee, wir kommen heute nicht quer. Ja.
Jaguar, die größte Raubkatze des amerikanischen Kontinents.